dann begrüße ich Sie alle ganz herzlich zur heutigen Pressekonferenz des HC Erlangen und möchte mich natürlich auch bei Ihnen allen bedanken, dass Sie so zahlreich erschienen sind, trotz der etwas kurzfristigeren Einladungen. Auf dem Podium begrüße ich ganz herzlich unseren Geschäftsführer René Selke, unseren sportlichen Leiter Kevin Schmidt und unseren neuen Cheftrainer Rolf Brack. An dieser Stelle auch herzlich willkommen, Rolf, von meiner Seite. Dank. Wo wir auch schon direkt beim Thema wären, der HC Erlangen hat seinen bisherigen Cheftrainer Adastein Eyjolfsson beurlaubt. Ab heute wird Rolf Brack seinen Posten übernehmen und auch schon heute Nachmittag das erste Training leiten und selbstverständlich dann auch am Sonntag bei dem schweren Auswärtsspiel in Kiel an der Seitenlinie stehen und coachen. Nach der Saison wird Michael Haas planmäßig auf den Cheftrainerposten folgen und ich schätze mal, dass Kevin uns jetzt weitere Hintergrundinformationen zum Trainerwechsel geben kann. Ja, auch von meiner Seite erstmal guten Tag. Auch erstmal herzlich willkommen, Rolf, an erster Stelle. Die Situation, die Hintergründe aus Vereinssicht. Die Situation war ja seit längerem bekannt, dass wir den Vertrag mit Adli über den Sommer hinaus nicht verlängern werden. Sind zu dem Zeitpunkt davon überzeugt gewesen, was dann auch die November- und Dezember-Spiele gesehen haben oder gezeigt haben. Sicherlich mit dem Highlight Berlin zu Hause, dass die Mannschaft zusammen mit Adli die Saison stabil und erfolgreich zu Ende bestreiten wird. Sind dann in den Jahreswechsel gegangen und dann muss man sagen, dass seit 3 bis 4 Wochen, seit Vorbereitungsbeginn, wiederholt Situationen sich ergeben haben zwischen Mannschaft und Trainer, die das Verhältnis doch erheblich gestört haben und wir dadurch auch den Anschein gemacht hat, dass es sich immer mehr und mehr auch auf das Leistungsvermögen Einzelner und auch der Mannschaft ausgewirkt hat. Das Ergebnis in Leipzig, das Spielergebnis in Leipzig, möchte ich ausdrücklich erwähnen, war nicht daraus oder nicht ausschlaggebend. Es war, sage ich mal, die Art und Weise eher der Spiegel dessen, was ich vorher erwähnt habe. Wir haben uns da mit den Verantwortlichen zusammen, mit dem Aufsichtsrat und allen anderen Gremien beim HC Erlangen einstimmig dazu entschlossen, den sofortigen Trainerwechsel durchzuführen. Eben auch, weil wir unseren eigenen Ansprüchen, unser eigener Anspruch immer ist, wir arbeiten 24/7 sehr ehrgeizig, unseren Sponsoren schuldig sind und vor allen Dingen natürlich auch unseren Fans, dass wir diese Saison durchziehen werden mit aller Macht, mit allem Ehrgeiz, mit allem Antrieb, den jeder Einzelne in uns hat. Und das haben wir uns mit Adli so nicht mehr weiter vorstellen können. Deswegen sind wir sehr froh, dass Rolf Brack heute Abend schon das Training leiten wird. Wir sind davon überzeugt, dass er der richtige Mann ist zum richtigen Zeitpunkt. Wenn ich das so ausdrücken darf, ein positiv Handballverrückter. Ich denke, die Handballwelt kennt ihn jetzt schon, sehr erfahrener Trainer, der auch den Spaß zurückbringen wird, den Handball ein bisschen anders sieht, philosophiert. Das wird unserer Mannschaft gut tun. Ich möchte mich abschließend bei Adli bedanken für die Zusammenarbeit jetzt über 2,5 Jahre. Ich persönlich jetzt knapp 1,5 Jahre. Ich glaube, er hat viele gute Dinge beim HC Erlangen implementiert. Manchmal ist die Zeit gekommen, die Zeit ist jetzt gekommen und von meiner Seite aus auch vielen Dank und herzlich willkommen, Rolf. Danke, Kevin. Ja, René, Kevin hat jetzt schon ein bisschen ein kleines Fazit über die vergangenen in den letzten Monaten gezogen. Ab jetzt gilt es, den Blick nach vorne zu richten. Uns interessiert natürlich auch, warum ist die Wahl auf Rolf Brack gefallen? Wann kam der erste Kontakt zustande? Und vor allem, was erwartet sich der HC Erlangen vom neuen Cheftrainer? Ja, von meiner Seite natürlich herzlich willkommen. Schön, dass so viele so zahlreich heute erschienen sind. Ist ja auch keine Kleinigkeit, die wir jetzt heute hier präsentieren. Um auf deine Frage zurückzukommen, wann der erste Kontakt mit Rolf zustande gekommen ist, würde ich gerne ein Thema nochmal beleuchten, das ja teilweise auch etwas kritisch gesehen wird. Und zwar der Zeitpunkt der Kommunikation, dass wir Michael Haas als neuen Cheftrainer installieren werden und dass er zur neuen Saison den HC Erlangen übernehmen wird. Wenn man sich jetzt einmal mal bedenkt, in welcher Situation man sich befunden hat, wir haben ja einen großen Personenkreis auch mit in diese Entscheidung hinzugezogen, was wir ja auch kommuniziert haben, weil wir nicht wollten, dass nur 1, 2 Leute diese Entscheidung betreffen, die auch mutig ist, aber von unserer Seite nach wie vor die absolut richtige, haben wir natürlich da auch schon einen größeren Personenkreis mitgehabt. Dementsprechend mussten natürlich auch Spieler, die den Verein entweder verlassen haben oder neu hinzugekommen sind, als aber natürlich auch Adli persönlich wissen, wie es um seine Zukunft ausschaut, weil die Frage,
wer der neue Cheftrainer nächstes Jahr ist, ist elementar für jeden Spieler, der aktuell im Kader ist und um seinen Vertrag verhandelt, als aber auch um Neuzugänge. Dementsprechend dieses Thema noch monatelang geheim zu halten, wäre gar nicht möglich gewesen. Und zu sagen, naja, man könnte das ja intern kommunizieren, aber nach außen geheim halten, ist auch ein großes Risiko, weil wenn, wie jetzt eben schon geschildert, ein so großer Personenkreis damit betraut ist, die Handballwelt ist so klein, das hätte wenige Wochen gedauert, bis wir von der Vermeldung überrascht geworden wären und dann hätten wir irgendwie reagieren müssen, was dem, glaube ich, auch nicht gerecht geworden wäre. Und Michael Haas hätte als loyaler Kapitän seinem Trainer auch irgendwelche Geschichten erzählen müssen, unehrlich sein müssen, und das wollten wir nicht. Wir wollten ehrlich, aufrichtig, transparent sein. Deswegen haben wir diesen Weg der Kommunikation gewählt, der uns natürlich auch, ja, auch, es war bewusst, dass das aber auch ein Risiko ist. Und im Sport muss man auch Risiken eingehen, wenn man vorwärts kommen möchte. Und diesen Mut haben wir, glaube ich, auch mit dieser Kommunikation bewiesen. Aber wir haben auch gleichzeitig gesagt, dass dieses Risiko der Kommunikation vorhanden ist und dass natürlich auch dieses Verhältnis auch mal kippen kann. Wie Kevin schon gesagt hat, wir sind Adi sehr, sehr dankbar für die Zeit. Die war sehr erfolgreich auch in den letzten Jahren. Und unser Plan war es natürlich auch, mit dem Trainer die Saison zu beenden. Und auch wie Kevin gesagt hat, waren die ersten Ergebnisse gerade jetzt, ich meine, wir haben die Bekanntgabe Ende November vollzogen und im Dezember haben wir ja auch sehr erfolgreiche Spiele gehabt. Also man kann ja nicht sagen, dass dieses Verhältnis von Anfang an nicht gepasst hätte. Es ist nur, wie gesagt, in den letzten Wochen etwas gekippt und auf diese Situation waren wir einfach vorbereitet, weswegen wir heute ja auch Rolf hier schon vorstellen können. Und deswegen komme ich jetzt nochmal zu der Frage, wann war der erste Kontakt? Der erste Kontakt war bereits Anfang Dezember, weil wir dieses Szenario, was wir jetzt haben, einfach auch vorhergesehen haben. Und wie gesagt, den Mut für riskante Entscheidungen muss man haben, aber man sollte auch beachten, dass man dann sollte das eintreffen, was jetzt eingetroffen ist, dass man vorbereitet ist auf diese Situation. Und deswegen, ja, haben wir Anfang Dezember schon telefoniert und hat mich einfach sehr, sehr gefreut, als ich dich angerufen habe und du natürlich etwas überrascht warst, aber am Sonder beim Tatort. Genau. Tatort. Nach einer, was völlig verständlich ist, nachdem ich dir die ganze Situation offen geschildert hat, gesagt hat, ich müsste eine Nacht drüber schlafen und am nächsten Tag hast du quasi schon eine komplette Analyse mir am Telefon gegeben und auch schon gefühlt auf den nächsten Gegner vorbereitet, falls es ganz, ganz schnell geht. Also ja, hast einfach mich beziehungsweise uns komplett überzeugt, dass du genau der Richtige für diese Aufgabe bist, weil wir haben jetzt ja auch wirklich ein sehr spezielles Anforderungsprofil gehabt. Wir wussten, wenn wir jemanden brauchen, dann muss es jemand sein, der im Grunde genommen auch sofort funktioniert, der die Liga kennen muss. Das heißt, der einfach auch schon viel Erfahrung mitbringt und nicht mehrere Wochen braucht, um erstmal die Gegner und die einzelnen Spieler zu analysieren, sondern der im Grunde genommen vom ersten Tag sofort da ist. Der aber auch, und das darf man auch nicht unterschätzen, für diesen kurzen Zeitraum, der es ja wirklich nur ist, ich meine, wir reden jetzt über 3,5 Monate, auch bereit ist, diese Aufgabe mit vollem Engagement anzugehen und nicht, was die meisten natürlich fordern, ist einen mehrjährigen Anschlussvertrag. Plus, sein offener Charakter muss auch einfach eine belebende und eine Funktion mitbringen, die der Mannschaft neuen Wind einbringt. Und das war für uns natürlich auch ganz wichtig, dass diese Eigenschaft der neue Trainer mitbringen soll. Und da sind wir sehr, sehr schnell auf Rolf gekommen und ja, so kam im Grunde genommen der erste Kontakt zustande und dann haben wir uns natürlich auch schon im letzten Jahr getroffen, um die wichtigsten Themen schon mal auszutauschen und haben eigentlich sofort gemerkt, sollten wir in die Situation geraten, dann haben wir eine tolle Alternative an der Hand, die uns sofort helfen kann und nachdem die Ereignisse eingetreten sind, wie Kevin sie gerade beschrieben hat, war uns klar, dass wir Rolf kontaktieren und fragen, ob er uns kurzfristig und schnell helfen kann. Und ja, deswegen sitzen wir hier. Was ich an der Stelle nämlich aber auch nochmal sagen möchte, dass Michael Haas vorzuziehen für uns keine Option war. Das war uns ganz, ganz wichtig, weil Hassan soll sich jetzt gewissenhaft auf die neue Saison vorbereiten. Dafür braucht er einfach Zeit. Und natürlich, wir brauchen ihn als Spieler. Durch die Verletzungssituation von Kellner ist er eine elementar wichtige Persönlichkeit und auch Personen auf dem Feld und das wollten wir nicht riskieren. Deswegen war für uns von Anfang an klar, dass wir jemanden von außen holen möchten und werden, wenn wir in diese Situation kommen. Und ich kann einfach nur sagen, ich bin sehr, sehr dankbar einerseits Adli für die geleistete Arbeit, da schließe ich mich Kevin gerne an, auf der anderen Seite aber auch sehr dankbar Rolf, deiner Frau, alle, die mitgeholfen haben,
dass das heute hier zustande gekommen ist. Und ja, kann nur sagen, ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und die nächsten Wochen und Monate. Dankeschön. Danke, René. Ja, Rolf, für dich waren die letzten Tage bestimmt auch sehr, sehr aufregend. Ja, was erwartest du dir von deiner neuen Aufgabe beim HC Erlangen? Und ja, vor allem, welche Ziele hast du mit dem HC Erlangen für den Rest der Saison? Gut, Erwartungen, finde ich, sollten immer realistisch sein. Ich finde, Tabelle lügt nicht. Jeder bekommt mit, dass in der ersten Liga, der stärksten Liga der Welt, jeder jeden schlagen kann. Und ich denke, dass Nordhorn uns nicht mehr gefährlich wird, aber wir sollten auf Riesenheim achten und auch die anderen Mannschaften, die jetzt noch auf Distanz sind, nicht nur auf Distanz halten, sondern Ziel ist schon, so schnell wie es geht, diesen Abstiegsgespenst da irgendwo hinter sich zu lassen. Wobei ich, wie gesagt, das jetzt gar nicht so sehr jetzt als kritische Tabellensituation sehe. Wir haben schon eine komfortable Punktesituation. Wir haben Spiele jetzt relativ kurzfristig vor uns. Ich nehme jetzt mal das Kiel-Spiel am nächsten Sonntag vielleicht mal raus. Ich hoffe, dass ich bis dahin alle Namen der Mannschaft kenne. Und da sollten wir vielleicht die Erwartungen etwas im realistischen Bereich lassen, nach der tollen Leistung, die sie jetzt gegen Hannover auch gezeigt haben. Aber dann kommen natürlich schon sogenannte Vier-Punkte-Spiele. Und da ist die Erwartung schon, dass ich mir klar bin, als erfahrener, resultatsorientiert denkender Trainer, dass da ich auch liefern muss oder wir liefern müssen, um tatsächlich dann hier jetzt nicht irgendwelche negativen Szenarien dann noch vor uns zu haben, sondern dass wir jetzt möglichst schnell in die Spur kommen. Es ist so, dass ich jetzt nicht so der typische Feuerwehrmann-Trainer war. Klar hatte ich die Rolle in Göppingen dann vor 2 Jahren auch. Davor war ich aber eher so ein Langfristcoach mit einem durchschnittlichen Haltedauer von 10 Jahren an den 3 Stationen, die ich da über 30 Jahre im ersten Ligabereich in Stuttgart-Scharnhausen, in Vullingen und in Balingen hatte, immer vor der Haustür, immer mit Komfortzone Familie bzw. Frau, die mir alles abgenommen hat. Das ist vielleicht so das größte Risiko, was ich hier sehe. Den Alltag mit Kochen, Wäschen und sonstigen Dingen, wo ich mich bisher nie drum kümmern musste, hinzubekommen. Aber das, denke ich, werde ich mit der Unterstützung der Verantwortlichen hinbekommen. Also von daher sehe ich jetzt, wie gesagt, schon mehr den Reiz und die Chance an der ganzen Geschichte zu schauen, was können wir kurzfristig nach vorne bringen, was kann ich von den vielen Optimierungsmöglichkeiten, die jede Mannschaft hat, was wählen wir da aus, wo wir uns dann entsprechend auch darauf konzentrieren, dass jetzt schon für mich so am Anfang dieses sogenannte KISS-Prinzip eine Rolle spielt, im Sinne von Keep it simple and stupid, dass wir schon versuchen, ein paar Dinge uns vorzunehmen. Dabei so eine Maxime ist, das Ganze stärkeorientiert anzugehen, also nicht über die jetzt vielleicht uns zu sehr mit den doch eher längerfristig zu behebenden Positionsangriffsquoten oder technischen Fehlerquoten 80-90% oder auch vorwiegend zu beschäftigen, sondern das, was schon gut ist, nämlich irgendwo die Defensive, in allererster Linie die 6-0, dass wir versuchen, in der Deckung vielleicht ein paar Dinge nochmal in Details besser abzuklären oder noch mehr voranzubringen, auch über eine alternative Abwehr als Zweitsystem, was ja jetzt auch schon teilweise gespielt wurde. Das hat jetzt die EM, finde ich, schon gezeigt, dass die Mannschaften, die eigentlich 2 gleichwertige Deckungssysteme dem Gegner dann auch je nach Situation offerieren konnten, dass das schon ein großer Wettbewerbsvorteil ist. Also das ist sicherlich ein Punkt. Und eben über diese abwehrorientierte Vorgehensweise vielleicht dann nochmal die ein oder andere Basic-Schwerpunkt zu setzen. Das heißt, ich habe schon den Anspruch, auch jetzt in dieser kurzen Zeit, das zu tun, was, denke ich, über allem steht, nämlich versuchen, Spieler besser zu machen. Und habe auch so von den Gesprächen, auch von dem, was ich ja, es ist ja so, dass ich 3, 4 Spieler ein bisschen intensiver kenne durch gemeinsame Zeiten, mit denen ich schon zu tun hatte. Nico Büdel hat bei mir studiert und leider nur in der Unimannschaft damals gespielt. Oder der Nicolas Katsikianis ist sicherlich auch jetzt ein alter Bekannter, dass wir also schon versuchen werden, oder ich auch versuche, der Mannschaft klarzumachen, dass wir schon versuchen, auch eben Basics in dieser kurzen Zeit nach vorne zu bringen, eben die Wiederholungszahlen dann auf wenige Dinge zu reduzieren. Ich denke, auch bei der EM ist das Thema Angriffsfoul, Stil
extrem zum Ausdruck gekommen. Ich denke, dass man sich da auch jetzt zu neuen Regelentwicklungen stellen muss. Also mein Anspruch ist schon, dass wir 3+X Angriffsfouls haben und ich sage es nochmal auch vielleicht 2+X Steals. Aber beim Steal ist ja immer das Spekulieren dann so ein schmaler Gradmesser. Also dass wir so 5 markante Ballgewinne schon wollen, die uns dann eben auch 3-4 Kontertore bringen, um dann über diese Abwehr- und Tempospielorientierung dann tatsächlich uns mit dem Problem Positionsangriff, dass uns das nicht zu sehr dann irgendwo ein Problem macht oder dieses Problem natürlich auch angegangen wird. Da haben wir schon erste Vorselektionen vorgenommen. Ich habe alle Spiele seit Ende November akribisch ausgewertet, habe Screenshots, habe Videoschnitte da mir zu der damaligen Zeit schon gemacht und von daher ist es so, dass ich da jetzt nicht so ins kalte Wasser geworfen werde und erstmal 14 Tage brauche, bis ich so ein bisschen das einschätzen kann. Und habe schon eine klare Vorstellung oder wir haben gemeinsam eine klare Vorstellung darüber, wie wir versuchen wollen, doch eben auch diesen nicht nur psychologischen Schub, der eigentlich immer beim Trainerwechsel ja nicht von der Hand zu weisen ist und es wäre schon schlimm, wenn das nicht auch hier zunächst zumindest mal kurzfristigen Effekt hätte. Ob das für Kiel schon zum Sieg reicht, will ich jetzt hier nicht gleich zu hohe Ziele ausgeben, aber dass das neben dem frischen Wind und insgesamt nochmal eine neue Leistungskultur, eine positive Leistungskultur hier Eingang finden zu lassen. Das ist, denke ich, das, was so meine Ziele sind. Eben einerseits diese fachlichen Dinge, aber auch eben ein gutes Klima, eine gute Leistungskultur, Atmosphäre hier zu schaffen. Und das hoffe ich, dass mir das mit Unterstützung aller Beteiligten auch gelingen wird.